So, heute geht es mal nicht um Hypes, auch nicht um Schwachsinn, sondern um, ja, man könnte es eher sagen, Trends, ne? Also um Denkweise in der Fotografie von Fotografengruppen. Ich will da ein Beispiel bringen, so vor einem Jahrzehnt ungefähr, das war sozusagen mein erstes YouTube-Leben damals. Da habe ich ein Video gemacht über Photoshop und wie man in Photoshop als Beispiel einen Himmel austauschen kann. Ne? Da ging es um Composites. Ja, ich wurde damals eigentlich ja an die Wand gestellt, festgenagelt und fast erschossen nach der entsprechenden Veröffentlichung, nach dem Motto Betrug und all dieses. Und wie ist heute? Ich habe vor kurzem ein Video gemacht zum Thema Bildbearbeitung und habe einen Himmel normal bearbeitet. Und dann kam der Kommentar: Warum das Ganze? Du kannst doch den Himmel austauschen. Warum hast du den Himmel nicht ausgetauscht? Ja. So, ne? Also die Zeiten ändern sich. Das Ganze ist ja mittlerweile hip, im Prinzip einen Himmel auszutauschen. Man hat manchmal das Gefühl, die Bildbearbeitungsprogramme haben nur einen einzigen Zweck, Himmel auszutauschen. Ist gemein, ich weiß, aber es ist mir schon irgendwie merkwürdig aus meiner Sicht. So, aber es gibt immer noch eine Polarisierung in der Fotografie zwischen zwei, ich sag mal, Menschengruppen, Fotografengruppen. Und ich habe so das Gefühl, durch Social Media ist das Ganze sogar noch ein bisschen eskaliert. Ne? Das heißt also, dass die Ansichten immer polarisierter werden. Da gibt es die einen, die sagen, nur Analogfotografie ist eine ehrliche Fotografie. Wenn man jahrzehntelang ja, analog fotografiert hat wie ich, dann weiß man, dass das absoluter Bullshit ist. Warum? Weil immer schon, damals auch in diesem berühmten roten Räumchen, manipuliert wurde. Ja, und wenn man es nur nachwedeln nennt oder ne, nachbelichten will oder abwedeln, ist ja vollkommen egal. Aber im Endeffekt wurden Dinge immer schon gemacht und auch mit Chemikalien gearbeitet. Ah, da gibt es eine ganze Menge Dinge. Problem war damals nur, das konnten nur wenige, weil das bedurfte ein Fachwissen, ein handwerkliches Können, was nur wenige eben konnten. Also war es nicht so verbreitet. Heute kann man natürlich mit der Bildbearbeitungssoftware ja, im Prinzip alles treiben und das auf dem Schiebereglerniveau. Also ist natürlich viel einfacher geworden. Aber es war damals schon so. Ich habe hier mal extra ausgegraben aus meiner Bibliothek ein Werk, das, sagen wir mal, 10 Kilo hat. Das sind die ganzen, mal gucken, ich muss mal schauen. Ja, das sind die ganzen Kontaktabzüge der Magnum. Und da, ja, wer da Interesse dran hat, das ist sehr lehrreich. Und da sieht man eben das Original, sprich den Kontaktabzug, und man sieht eben danach das Bild, was veröffentlicht wurde. Das zum Thema Ehrlichkeit in der Analogfotografie. Also das ist schon mal Blödsinn. Aber diese Gruppe gibt es immer noch. Und da gibt es dann im digitalen Sektor nur noch die Gruppe, die sagt, man darf Bilder nicht bearbeiten. Na, das ist im Prinzip vollkommen, muss ausdrücken. Ne? Also Betrug würde ich erstmal nicht sagen, aber ist nicht gut. Die bedenken aber eins nicht. Die haben ein technisches Gerät. Und bevor da überhaupt ein Bild vom Sensor, wenn man so will, auf die entsprechende Platte kommt, gibt es eine Firmware. Und diese Firmware, auch bei RAW-Bildern nebenbei bemerkt, arbeitet ganz gewaltig an den entsprechenden Aufnahmen. Das heißt, eine Ehrlichkeit in dem Sinne ist auch dort nicht gegeben. Und Ehrlichkeit im dokumentarischen Sektor, naja, da könnte ich ein Video auch drüber machen. Man muss nicht manipulieren im chemischen oder hier in diesem Fall digitalen Umfeld, um zu betrügen. Da gibt es andere Methoden. Na, also da habe ich mal ein Video gemacht, das geht schon 18 Uhr etwas, ging das Ganze schon los. Aber okay, das ist eine Sache für sich. Und auf der anderen Seite, ja, gibt es diejenigen, die wirklich den Himmel austauschen, die ja wirklich die Farben zersägen und alles Mögliche machen, um das in einen Bereich zu bringen, den sie haben möchten. Ne? Die also wirklich überhaupt keine Skrupel haben. Und die Frage muss sich jeder stellen, muss man eigentlich Skrupel haben? Ne? Aber ist egal. Es polarisiert ein bisschen. Also ich nehme die eine Truppe immer die Dokumentarfotografen und die andere Truppe immer die künstlerischen Fotografen. Und irgendwo in der Mitte ist eigentlich, sag mal, der Normalzustand. Problematisch ist nur, ja, dass ich aus Social Media und so weiter sehe, dass entweder die eine Gruppe dominiert oder die andere Gruppe dominiert.
Das heißt, es polarisiert immer mehr. Und ich sag mal, die meisten Fotografen werden wahrscheinlich irgendwo sich in der Mitte aufhalten, was ich persönlich auch so sehe. Da würde ich mich auch einordnen. Ne? Also teilweise dokumentarisch. Also wenn ich zum Beispiel unterwegs bin im Bereich Ballett und entsprechende Trainings aufnehme, dann fange ich auch nicht an zu manipulieren. Dann wird das dokumentarisch sozusagen aufgenommen und aufgezeichnet. Wenn ich dagegen im Prinzip in gewissen Bereichen editorial unterwegs bin oder in der Reisefotografie unterwegs bin, dann manipuliere ich auch die Bilder, um es mal ganz klar zu sagen. Also ich benutze Bildbearbeitung, um entsprechende Ergebnisse zu erzeugen. Also man bewegt sich sozusagen in der Grauzone. Und das fände ich jetzt ganz subjektiv auch als vollkommen normal an. Deswegen würde ich ganz gerne sehen, dass sich auch im Social-Media-Bereich das Ganze ein bisschen mehr normalisiert. Und dass man nicht so polarisiert ist in den Ansichten. Ne? Also der eine macht dies und findet das gut und alles andere ist extrem schlecht und umgekehrt. Das ist nicht das normale Leben in meinen Augen. Das normale Leben bewegt sich irgendwo dazwischen. Und deswegen würde ich es ganz gerne sehen, wenn man sich dort ein bisschen normalisiert. So, ich hoffe, das hat euch etwas gebracht. Und ich würde mich natürlich auch mal um eine gewisse Reaktion freuen. Na? Also, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.